So, hier geht es hoch, unten geht es allerdings auch weiter. Was kann das nur bedeuten? Wo sind wir jetzt? Mal sehen, ne, wer ist Bescheid? Ach, hier wollte ich doch von Anfang an hin. Hier gibt's doch die ganzen leckeren Pokebälle und Items in den Pokebällen. Nee, es sieht hier so aus, als ob es hier weitergeht. Deswegen gehen wir gleich wieder nach unten. Aha! Ein Supertrank. Und wir latschen noch einmal nach unten. Nach unten. Nein, das ist der falsche Weg. Probieren wir den hier. Achso, wir sind damit wieder am Anfang. Ja gut. Dann wissen wir zumindest das. Hurra, Informationen. Und Wissen ist ja Macht, deswegen ist es gut, dass wir das nun wissen. Ah, das geht mir langsam auf den Sack. Diese Alarmierung. Sind wir bald da, Papa Schlumpf? Noch einer. Kann man das irgendwo abschalten? Dieser PC ist für nichts gut. Ei. Oh, da oben ist eine Heilungsmaschine. Finger weg von meiner Heilstation. Ich denke nicht. Oh. Wir wechseln auf Schneepika. Rucki zucki mit dem Ruckzuck-Hieb fliegt Tauboga direkt in den Aurora-Strahl. Golbat, nope, wir bleiben bei Schneepika und setzen den Aurora-Strahl ein. Warti. Nein, wir bleiben bei Schneepika und setzen den Aurora-Strahl ein. Visenior, ja. Wir wechseln zu, obwohl Georock ist ziemlich angeschlagen. Sherlock. Surfer. Kratzfurie, die dauert auch ewig. Aber ging zumindest daneben. So. Visenior ist erledigt. Smetbo, oh ja, ich möchte definitiv wechseln. Zurück zu Schneepika. Wenn wir es nicht mit einem Schlag erledigen, kann es zu einer echten Plage werden. Ah, gut, das setzt nur Windstoß ein. In Ordnung. Ach, Aurora-Strahl wäre doppelt effektiv gewesen. Völlig egal. Wir haben ihn besiegt. Wagest du ja nicht, deine Pokémon zu heilen? Sonst geschieht ein Unglück. Ein Unglück. Und, was willst du jetzt tun? Arschloch! Tja, ich habe es getan. Versuch mich aufzuhalten. So weit geht es. Oh, in Teleporter hinein, klar, warum nicht? Sieht aus, als hätte ich den Grund für den Alarm gefunden. Wird Zeit, dass dich endlich jemand ausschaltet. Mit dem Lärm hier kann man gar nicht schlafen. Shop-It-Vorstand schickt Sengo in den Kampf. Oh nein, nicht Sengo. Oh nein, nicht Sengo. Die Musik ist episch und atemberaubend. Nein, ist sie nicht. Wir wechseln zu Georock. Ich befürchte, der Komponist ist ebenfalls eingeschlafen. Intensität. Gut, Reptain. Yep, möchte definitiv wechseln zu Schneepika zurück. Da es sich hierbei um ein Pflanzen-Pokémon handelt, dürften unsere Eisangriffe sehr effektiv sein. Oh yeah. Robomauzi.
Wir wechseln zu Sherlock. Wasser gegen... eine Maschine, klar. Warum benutze ich Aquaknarre statt Surfer? Aha, ist nicht einmal sehr effektiv. Sehr gut. Finde ich nicht gut. Es bringt nicht viel. Ah! Wir wechseln lieber. Zu... Georock. Und mit dem Felswurf sollten wir ihn jetzt ausschalten können. Oder sie. Wie passt dieses Robomonster in den Pokéball? Es ist nicht mal ein echtes Pokémon. Es ist vielleicht wie Robocop. Du bist gut, aber gegen unseren Prototypen kommst du nicht an. Schockit-Vorstand schickt unfertiges Buchstaben-Pokémon in den Kampf. Ich weiß nicht, was es ist. Wir bleiben erst einmal bei Georock. Oh nein! Nicht dieses Pokémon! Wir haben es bereits im Pokédex gesehen. Felswurf! Schneepika. Du bist dran. Aurora-Strahl! Zahle sie mit gleicher Münze zurück. Nassschweif. Ah, oh, interessant. Donnerschock! Oh oh. Nicht gut. Wieder aufbauen. Joink. What the fuck? Wieder aufbauen. Mir gehen die Optionen aus. Egal, Aurora-Strahl, komm. Es irgendwie platt machen. Ist völlig egal, ob unsere Pokémon dabei abnippeln. Hauptsache, ich schaffe es irgendwie, sie zu besiegen. Zwirrlicht, du vielleicht? Bist du meine letzte Hoffnung mit Nachtnebel? Was kann denn dieses Pokémon alles? Egal, wir haben es besiegt. Dank Zwirrlichts Hilfe ist wieder einmal der Tag gerettet. Wieso muss ich schon wieder verlieren? Gönn mir doch auch mal einen Sieg. Niemals! Was haben wir denn hier? Keine Ahnung. Wir rennen doch mal nach unten, um uns zu heilen oder vielmehr die Pokémon. Aber Michael kann den Moment nutzen, um sich den Schweiß von der Stirn abzuwischen. Ist ja auch was. So. Dann schicken wir... ja... nichts nach vorne. Glutexo bleibt einfach dort, wo es ist. Und schauen, was es hier oben gibt. Ja, wenigstens ist der Alarm aus. Was ist denn hier los? Yay, Professor Eis Pokémon! Nun haben wir sie alle. Im Beutel. Irgendwo. Irgendwo. Oder nirgendwo. Ist doch egal. Was haben wir denn hier? Das E so wie das Zer. Wie praktisch. Maike findet E. Von Professor Eich. E. Maike findet Zer. Von Zer Schneider. Sehr gut. Oh mein Gott. Oh oh, es hat sich befreit. Nein, nicht du. Was zum Pust ist hin? Wo kommen sie schon wieder? Nee, wo kommen sie schon? Wer hat das jetzt gesagt? Ah, ich dachte, ich hätte unseren Buchstaben-Pokémon gehört. Oh nein, was hast du getan? Wieso hast du das befreit? Ich habe gar nichts getan. Was war das für ein Vieh? Verdammt, ich muss es unbedingt wieder einfangen. Was, wenn es sich an der Küste einer Insel versteckt und dort heimlich Items vervielfacht und am Ende sogar über Level 100 wächst? War es nicht euer Ziel, ein solches Über-Pokémon zu erschaffen? Ja, aber eines unter unserer Kontrolle steht. Aber das ist eh nur eine Frage der Zeit. Bald haben wir es gefangen und dann bist du dran. Mit dem Pokémon holen wir uns erneut dein Zer und E. Dann wird das Pokémon perfekt und es wird uns gehorchen. Du hast keine Chance. Sie hat echt was für diese Abgänge übrig. Das muss ich auch einmal probieren. Licht aus. Und jetzt... Au, dunkel, eine Treppe hinunterzugehen ist echt keine so gute Idee. Habe ich beim Sturz auch nichts verloren? Das E und die drei Pokémon scheinen noch da zu sein. Dann sollte ich jetzt endlich zurück nach Knoblauchheim. Knoblauchheim bringen. Bah! Dieses Buchstaben-Pokémon ist geflohen. Missing No.
Missing Number. Ein Klassiker. Habe ich auch immer wieder gerne benutzt. Ja. Wie kommen wir jetzt am besten wieder heraus? Natürlich über die Abkürzung, die wir uns erschaffen haben. Welche da irgendwo war. Wenn wir jetzt nur fliegen könnten. Haha. Doch das können wir leider nicht. Wir müssen zuerst zurück in den Norden surfen. Dort den Zerschneider einsetzen und glücklich sein. Ja, jetzt habe ich doch den Umweg genommen. Ist ja auch egal. Wir sind wieder beim Eingang. Mehr brauchen wir jetzt nicht zu wissen. So, Stein geht unter und dann den ganzen Weg zurück. Oh, come on. Nee, nicht come on. Go away. I don't have any Bock auf das. Wir gehen die Treppe nach oben. Leiter. Keine Treppe. Entschuldigung. Törö. Oh, das war jetzt völlig falsch. Ja, super. Sehr gut. Pass auf, der Superschutz. Der vortrefflich funktioniert. What the fuck? Dann gehen wir eben den regulären Weg. Hier nach draußen. So. Heilen noch einmal unsere Pokémon. Einfach so, weil wir es können. Oder vielmehr er es kann. Und ich hoffe, ich atme nicht ins Mikrofon, denn es steht direkt vor mir und ich habe leider noch keinen Lobschutz. Ach, verdammt, wieso habe ich mir das jetzt noch einmal erklären lassen? Genauso gut hätten wir ihm erklären können, dass wir bereits wissen, wo der Weg ist und dass wir das Hauptquartier schon längst ausgehoben haben. So, noch einmal speichern und dann geht es wieder zurück. Und ich hoffe, wir haben überhaupt irgendein Pokémon, das den Zerschneider lernen kann. Moment mal, wir haben doch das Zerr, also würde ich gerne... Ach hier, das Zerr Mike erhält ihn vom Zerschneider. Sehr gut. So, erlernen kann dies. Wahrscheinlich Smetbum. Nein. Glutexo. Grimasse. Glutexo erlernt Zerschneider. Gut, um Grimasse war es nicht schade. Also, damit sind wir wieder hier auf Route 5. Schutz wirkt nicht mehr. Sehr gut. So war es geplant. Ja, komm, die Erfahrungspunkte holst du dir auch noch. Würde ja nicht gerade mit einer Initiativattacke angreifen. So. Schauen wir mal. Auch dann wieder durch die Höhle. Ach, komm schon. Die Wege sind viel zu lang. Haben wir es denn nicht bald geschafft? Drachenwut. Ja, vortrefflich. Naja, gut. Damit werden unsere Pokémon auch ein wenig trainiert. Und ich möchte auch irgendwann einmal einen Glurak haben. Oder ein Totok. Oder sogar beides. So. Würde mal sagen, wir surfen hier rüber, ohne in ein Pokémon zu steuern. Gut.